Rosen also. Kapitel 9. Im Schatten des Walds. Das war ein ziemlich kurzes Kapitel. Viel erlebt. Ein bisschen Story mit rein und so. Das ist die Mutter der Porzellankiste quasi. So, wo wollen wir hin? Universität und Gefängnis. Das werden die Punkte sein, an denen wir uns einfinden müssen. Einmal das Buch holen und einmal Arthur, ne? Erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Und schon sind wir da. Im Schatten des Walds. Was sind das für Leute auf der Brücke? Und was für ein Wall das ist. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Ist auch mal ein bisschen alleine unterwegs sein, ist auch mal entspannt, ne? Dir auch. Sich nicht um drei Leute gleichzeitig zu kümmern. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Haben sie die Leute jetzt evakuiert? Gar nicht wegen der Pest, sondern damit sie die Stadt übernehmen können? So. Wo wird uns unser Weg hinführen? Ich glaube, nach diesem Kapitel müssen wir definitiv mal eine kleine Aufnahmepause machen. Wow. Da drüben, das muss die Universität sein. Ah ja. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Viel zu viel Licht. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Hey, ihr da drin! Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schon gut. Wir machen nur ein paar Sachen. Bitte, lass die Teller stehen und hol lieber warme Kleidung. Verdammte Bourgeoisie. Ja, warme Kleidung ist besser als Teller. Mit denen werdet ihr im Laufe der Zeit nichts mehr anfangen können. Okay. Hätte die andere Treppe auch nehmen können. Aber hier finden wir wenigstens noch was. Jetzt sind die Truhen natürlich alle geöffnet, ne? Logischerweise. Vorsicht. Letzter Aufruf. Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Kriegsrecht?
Nur wegen dem Jungen? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Mist, 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 Mist. Schnell weg. Schön hier bleiben, sagt er. Jetzt würde ich dann stehen bleiben. Mist, Mist, Mist. So, ich glaube, ich muss mal eine ganz kleine Aufnahmepause machen. Ganz klein und kurz. So, wieder zurück. Das war knapp, muss ich sagen. Sehr gut, dass ich mich entschieden habe, dann doch die Pause einzulegen. Jetzt kommt er nicht hier hoch, oder? Naja, haut wieder ab. Sehr gut. Das Kapitel spielen wir definitiv noch zu Ende. Und dann werde ich eine längere Aufnahmepause machen als diesen Moment. Ich habe eine ganze Weile schon nichts mehr gesehen oder gehört. Ist er da immer noch? Nee. Was war das? Ach, nichts. Verschwinde! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da läuft er hier immer noch rum. Gut, jetzt kommen wir auf jeden Fall lang. Hier nochmal gucken, ob was zu finden ist. Sieht schlecht aus. Da drüben kommen wir auch nicht lang. Zwei Leute. Einer wäre ja noch in Ordnung gewesen. So, was nun? Ach, den Stock haben wir noch in der Hand. Okay. Weg. So. Jetzt haben wir uns, glaube ich, ein bisschen Freiraum geschafft. Geschaffen. Moment, ich muss hier durch, ich muss hier durch, ich muss hier durch. Du Heilige. Wie geil, dass wir uns damit auch gerade so im letzten Moment noch retten können, ne? Hier kommen wir auch nicht rein. Wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? Oder wo soll ich hin, besser gesagt? Topf ist voll. Hier kommen wir nicht lang. Ach so, ja, gut. Das hätte ich am liebsten gleich gesehen, dann hätte ich meine ganze Munition hier nicht aufbrauchen müssen. Aber wir stellen gleich mal was her. Für den Fall der Fälle. Hier haben wir noch ein bisschen Metz. Scheiße. Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Was ist das? Ja, dich werde ich auch noch so erwischen. Am besten, du machst mal den Helm ab. Zack. Gut.
schon wieder das nächste verbrauchen. Und was Blades? Die Fackel hätten sie ruhig mal irgendwie hier auch platzieren können. Dass man hier auch ohne was langkommt. Sehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass uns euch hier. Wir kommen später wieder. Und nicht gerade wenige. Ist das überall so? So, wo ist die Universität? Ich hoffe, wir gehen auch in die richtige Richtung. Ich meine, zum Schluss ist es natürlich alles ziemlich straight hier. Wir haben nur die Möglichkeit, in eine Richtung zu gehen. Aber wer weiß, ne? So, da kommen wir nicht durch. Sieht auf jeden Fall so aus. Obwohl es gleichzeitig so aussieht, als wenn wir da auch durch können. Als wenn man es probieren könnte. Frage ist nur, wofür, ne? Weil den Stock hier können wir ja nicht umsonst anmachen, wahrscheinlich. Ja gut, aber hier sind zu viele Rattenlöcher und so. Da werden wir nicht lange... Mist! Wie bitte? So schnell? So schnell so viele? Wie sollen wir das ganze Gerümpel fortschaffen? Das war der letzte Aufruf. Ich hab dir doch gesagt, dass die Zeit drängt. Aber was ist mit Vaters Sachen? Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Ist das überall so? Die sind wirklich überall, ne? Hast gar keine Chance dagegen. Aber warum deswegen das Kriegsrecht ausgerufen wird, das erklärt sich mir immer noch nicht ganz. Ich würde ja zu gerne mich mal dadurch bahnen. Aber das schaffen wir nicht. Schaffen wir einfach nicht. Oh, sie behält den Stock in der Hand. Ich weiß zwar nicht, das ist ungewöhnlich. Aber immerhin lebe ich noch. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott. Anna, ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn! Verzieh dich! Sofort! Oh, Herr! Herr! Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Oh, oh Mann. Gott. Ups. Der hat keinen letzten Ausweg mehr... Der hat keinen anderen Ausweg mehr gekannt, anscheinend. Gut, aber dann haben wir wenigstens... die Möglichkeit... Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Hallo? Achso, erstmal den Stock fallen lassen. Ich habe mich gerade schon gewundert, ich konnte nicht das Menü öffnen. Aber so geht's. Die nächsten auch noch. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Ach, deswegen bin ich hier aber nicht hochgelaufen eigentlich. So, Tür auf. Los, sie raus hier. Alle hingerichtet. Ach du Heiliger. Das ist so eine Baustelle für ein Haus eigentlich und nicht um massenweise aufzuhängen. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Da rein.
Verschlossen. Ja, ist nicht schlimm. Das ist nicht das Problem. Wir können jetzt hier nochmal was herstellen. Wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich hier raus. Da kommen wir nicht lang. Aber da sind hier zu sind viele. Auch schon wieder Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Wie? Wie wollen wir die ablenken? Können wir da oben was abschlagen? Da. Ich hab's gesehen. Alter, wie die da auch rüberrennen, ne? Gut. Heiliger, was ist denn hier nicht in Ordnung? Das klebt. Hier geht. Das ist doch nicht richtig hier. So, Moment. Achso, da oben ist noch eine Wache. Ob der hier irgendwie runterkommen könnte? So. Wo kam das her? Habe ich schon mal seinen Helm? Hast du gehört? Ihr Drecksviecher. Ja, hab ich euch. Und jetzt habe ich ihn. Nützt mir aber nicht allzu viel, ne? Oha! Dass ich da durchgekommen bin jetzt gerade. Da hat sie sich auch ein bisschen gequält. War sichtbar. Gut. Genau, das können wir anzünden. Achso, Moment. Das zünden wir einmal an. Nehmen uns den Stock mit. Definitiv. Und dann hier runter. Was ist da unter? Oh, nicht hinsehen. Nicht. Nee, schau hinsehen. Bloß nicht zu viel hin. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schrift. Ad ignem, ad luce. Ja, jetzt kommen die Ratten natürlich wieder zu mir. So, Moment. Ich hab da drüben was gehört. Ah, ich hab doch nur die Fackel angemacht. Verschwinde! Nein, nichts. Gar nichts. Wie soll ich denn da jetzt an diese Kiste kommen eigentlich? Ach so, ich könnte natürlich sowas jetzt hier reinwerfen. Ja, aber damit komme ich immer noch nicht an die Kiste ran. Da sind noch zu viele. So komme ich ran. Na mal gut, dass ich Materialien habe ohne Ende. Kann ich gleich nochmal herstellen. Und zack. Wunderbar. Nur so kann was draus werden, ne? Gut, was mache ich jetzt mit der Wache? Am besten... wieder den Helm entfernen. Nee, einen Stein wollte ich nicht werfen. Wollte eher das hier. So. Ich würde dir zeigen, was wir hier mit feigen Hunden anstellen. Jetzt lauf darüber. Hauptsache brauche ich dafür Leder.
Genau. Als wenn ich mein Leder nicht für was anderes gebrauchen kann. Stelle ich jetzt leider erst fest. Das ist ja mies. So, aber bei ihm hatte ich keine andere Chance. Sonst wäre ich hier niemals geschafft. Vorbeigekommen. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Jetzt müssten wir doch auch langsam mal bei der Universität sein, oder? Die Universität. Na bitte. Ja, siehst du? Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Ach so. Das ist geil, ja. Das ist wirklich geil. Hauptsache da einfach eine Laterne hingestellt und zack. Kann man sich natürlich den Weg frei machen. So. Natürlich, für alles haben wir irgendwie wahrscheinlich zu wenig Leder. 1 von 7 in der Klasse. Da fehlen uns noch Seile. Ich glaube, ich muss mich mit dem Herstellen ein bisschen zurückhalten. Oh nein! Du hast doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere Klasse. Hey! I'm sorry. Aber das ging jetzt nicht anders. So. Was jetzt? Hier sind auch schon wieder Ratten ohne Ende in der Nähe. Und wenn ich das jetzt umdrehe. Achso, die gehen wenigstens darauf. Das ist schon mal gut. Ein Fenster, perfekt. Das ist schon mal gut, ja. Und euch muss ich hier auch noch wegbekommen. Dann nichts wie weg hier. Eieiei. Hauptsache im Haus, ne? Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Perfekt. Darf ich fragen? Wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorless. Oh. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht? Hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war für, nennen wir es, bedauerliche Unfälle. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Okay. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Ich denke mal, das wird der Grund dafür sein, dass die Rattenplage überhaupt stattfindet, ne? Warum seid ihr so aufgeregt? Würde ich einfach mal so schätzen.
Moment. Darf man was herstellen? Sieh mal einer an. Was? Was? Ich wollte sie doch loswerden. Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Warum seid ihr so aufgeregt? Ach, das war ja Quatsch. Sieh mal einer an. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Du kannst jetzt Odoris herstellen. Okay. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, und gerade eine kurze Zeit auf bei. Was ist? Es klappt. Ach so. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Ja, das Episanguis erweitert die Aufwertungsmöglichkeiten von Amicias Ausrüstung. Aha. Oh, okay. Behälter und Werkzeuge. Verlängert die Wirkungsdauer von Odoris und Luminosa. Kleine flache Holzteile trennen die verschiedenen Komponenten im Behälter, sodass sie länger unvermischt bleiben und eine höhere Wirkung entfalten können. Ignifer-Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Mit besseren Werkzeugen kann Amicia wirksameres Ignifer herstellen. Dank der verbesserten Mixtur ist es durchschlagskräftiger und knistert stark beim Brennen. Saubere Nummer, saubere Nummer. So stelle ich mir das vor. Gut. Dann muss ich mich jetzt hier irgendwie durcharbeiten, würde ich sagen. Was? Hä? Da war doch Licht. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Dann probieren wir es mal aus. Lukas? So. Das hier ist für dich. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Ja, das habe ich jetzt verstanden. So, hier haben wir noch Licht. Dann muss ich da hin. Verschlossen. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Oha, oha. Gut, die Ratten folgen mir wenigstens nicht. Einmal kann ich noch herstellen. Ah, ich könnte noch mehrfach herstellen. Alles klar. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Erstmal muss ich Licht machen. So, mit 2-3 kann ich ja noch leben. Wo jetzt hin? Wenn man ein Netz haben möchte, ne? Was soll man tun? Kann man nichts machen. Es ist auch wirklich mega kurz. Schwefel noch gefunden. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Gut, das nützt mir aber nichts, wenn die alle nur weg sind. Vor allem, wie soll ich da rankommen, ne? Und wenn ich hochklettern kann, bringt mir das ja im ersten Moment auch nichts.
Boris wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Ach so, ja, jetzt verstehe ich das. Warte. So. Jetzt die Laterne, schnell. Und dann loslassen. Ja, denk nach, Amicia. Du kannst sie in jede Richtung lenken. Du musst sie in die Enge treiben. Ja, habe ich ja jetzt gemacht. Wo muss ich jetzt mit dem Wagen hin? Das ist nochmal die große Frage. Ich habe nämlich noch nichts gesehen, wo ich hoch kann. Na, wir werden den Weg schon finden, ne? Moment. Hier vielleicht? Muss der jetzt hier runter? Oh, oh nein! Oh, er ist heil geblieben. Das war äußerst diskret. Gut, nur noch etwas weiter. Glück. Wie gut, dass ich überleben kann. Trotz dessen, dass ein paar Ratten in der Nähe sind, ne? Drei Stück überleben. Ist ja jetzt auch keine Kunst. Es geht doch. Du schaffst das. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Dann sind wir bei der Universität. Und dann wird es noch viel schwerer. Mein Gott. Was ist hier passiert? Eieiei. Die Inquisitoren, die sind aber auch nicht gerade zimperlich, ne? Ach du Scheiße, es geht ja schon wieder richtig gut los. Sie haben sie abgeschlachtet. Die Ratten. Sie haben die Ratten losgelassen. Helf! Ich kann nichts tun. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Oh Mann. Das ist echt nicht nett. So, jetzt können wir hier nochmal herstellen. Auch wenn mir das Leder wirklich leid tut, aber wir brauchen es einfach. Wir brauchen die... Mister. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Das Odorus. Ich könnte es versuchen. Einen Grund zu kriegen, glaubt mir. Die machen Hackfleisch aus euch. Gegner schießen. Es hat funktioniert. Ja, vor allem, er hat kein Licht dabei oder sowas, dass die nicht sowieso auf ihn draufgegangen sind. Das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam durchschicken. Du bekommst eine ordentliche Abreibung. Warte nur. Ach, jetzt war er zu weit weg von den Ratten, wa? Du wirst doch jetzt hier nicht hochkommen. Aufgeschmissen. Doch nicht. Lucky. Das war lucky. Megamäßig. Ich freue mich gerade richtig, dass ich das überstanden habe. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich voll drauf gehen werde. Gut.
Haben wir das schon mal? Tja, aber was mache ich jetzt gegen die Ratten, ne? Haben wir irgendwo Stöcker? Könnte die uns natürlich wieder mit dem Feuerzeug bewerfen. Also, das Luminosa. Wahrscheinlich auch die einzige Variante, die mir übrig bleibt. Warum sind sie noch hier? Das Episango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Also. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. Hey, was tust du denn da? Was zum Teufel ist passiert? Du ganz nichts ist ja nicht, ne? Ihr wart das. Diesmal entkommt. Alter. Gerade so im letzten Moment hergestellt. Nein, das ist nicht mit Absicht so aufregend gemacht. Ich könnte es auch anders gebrauchen. Ob wir die einfach verbrennen können? Ne, sieht schlecht aus. Okay. Das funktioniert nicht, was ich vorhab. Aber irgendwie müssen wir den Weg, glaube ich, freimachen, ne? Wir müssen da lang. Moment, hier kommen wir auch lang. Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Ja, dann machen wir uns den Weg auf jeden Fall nochmal frei. Na siehst. So einiges ist hier zu finden. Geil. Können wir auch gleich mal einen Behälter erweitern. Oder lieber die Werkzeuge. Ignifer-Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Ja. Das machen wir. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So. Hier haben wir noch mehr. Episangius. Durchs Wasser kommen wir hier nicht durch, oder was? Nee. Keine Chance. Steine können wir nicht mitnehmen. So, ist hier hinter noch was? Jetzt nur noch herausfinden, wie wir da an der Stelle weiterkommen, ne? Da müssen wir rüber. Offensichtlich. Kann ich die irgendwie... anders hingelockt kriege ich die auch nicht. Ach so, ja, warte mal. Einmal weg. Wegmachen und dann zu Odorus. Darüber. Und dann versperren wir euch den Weg. Geil. Ich bin so intelligent. Der Wahnsinn. Es brennt in mir drin. Was soll ich tun? Ich. Was weiß ich? Wasser. Oh nein, trink das nicht. Oh, das ist ein Albtraum. Los,
Reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Irgendwie müssen wir das Ganze doch aufgelöst bekommen, ne? Beziehungsweise, ja, es scheint mir nicht einfach nur die Pest zu sein. Da ist die Uni. Und da ist aber natürlich auch viel los. Vitalis, der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Ja. Moment. So, das war schon mal erfolgreich. Er hat nichts mitbekommen. Was war das? Ein Steinchen? Du wirst es doch bereuen, dich den Kerber getroffen zu haben. Nö, das geht schon. Mein Plan geht auf. So. Ach. Hilfe! Ich werde angegriffen! Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Kam es nicht. Also nicht weit sein. Ja, es war zu viel Licht in der Nähe. Hätte ich dran denken müssen. Gut. Stoppt sie euch! Wow. Nö. Lass mich in Ruhe. Kommst du daher? Bitte nicht. Nee. Du kannst da ruhig unten bleiben. Das ist ja wohl nicht so zu viel verlangt, oder was? Ja, aber die gehen natürlich alle beide den gleichen Weg, ne? Vergesst es, sie sind über alle Berge. Also den Weg, den sie vorher auch schon hingekommen sind, gehen sie auch wieder zurück. Nee, stimmt nicht ganz. Gehen sie denn wieder auf ihre Position? Oder bleiben sie wenigstens zusammen an einem Ort? Das wäre ja geil. Ja, wir müssen sowieso kurz mal warten. Der Typ ist da noch voll in Bewegung. Oh, Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überlebe. Okay, er kommt nicht wieder hierher. Das ist schon mal nett. Na dann. Oder ich locke ihn einfach hierher. Moment. Ja. So. Komm mal rüber. Das müssen sie sein. Wartet, ich krieg euch. Ich hab jemanden gefunden. Kommt hin. Der Herr wird euch richten. Ja, so. Genau so. Gut. Dann nur noch die andere. Mit einer versteckten Klinge wäre das jetzt Wahnsinn. Zack. Aber man kann nicht alles haben. Wir haben ja eigentlich genug Werkzeug, um uns zu verteidigen, beziehungsweise uns den Weg zu bahnen. Es muss ihm nur gut überlegt sein. Gut, hier haben wir noch ein paar Materialien, nehmen wir auch mit.
Und dann verätzen wir ihm den Helm. Und danach kriegst du voll eine an den Kopf, würde ich sagen. So, und bei ihm bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir überhaupt irgendwas nutzen müssen. Ob wir nicht vielleicht hinter ihm durchklettern können. Aber die Gefahr ist mir eigentlich zu groß, dass er aufmerksam wird. Obwohl, wir haben dann ja auch noch Schlafmittel dabei. Moment. Wir können das auch noch anders machen. Mit Steinen. Was soll der Krach? Ja, haha. Endlich. Ich bin so klug, ja, Karl Luca. Das war wohl falscher Alarm. Wahnsinn. Wenn ihr mir Scheiße. Ich dachte, was zum Teufel machen die da? Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Viele Ketzer haben bereits den Rücken gekehrt. Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger. Ja, da ist noch ein Sammlerstück. Muss es drauf ankommen lassen. Wer denn da? Nee. Das will ich haben. Das will ich haben. Das könnte Lukas gefallen. So kann ich mich in den Kampf auch mal ein bisschen begeben. Das ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Oh, wir haben wirklich einiges verpasst, ne? Ein ganzes Schachspiel gefunden. Aus Massivholz. Dieses Spiel wurde während des Mittelalters immer populärer. Zuerst nur unter den Adligen, später auch in allen anderen Gesellschaftsschichten. Um die Entstehung des Spiels ranken sich viele Mythen. Die allererste Version soll zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert in Asien entstanden sein und sich im Nahen Osten weiterentwickelt haben. Als es schließlich im 10. Jahrhundert seinen Weg nach Europa fand, soll sich die jetzige Version herausgebildet haben. Alles klar. Hier ist eine Tür.